Hallo, ich bin die Alexandra und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und habe ein bisschen überlegt, ob ich wohl noch die Zeit finde, dieses Wochenende ein Video für euch zu drehen. Während der Urlaubszeit hatte ich die im Voraus geplant und die gehen dann halt zu einem geplanten Zeitpunkt online. Jetzt war ich mir nicht so sicher, ob ich es schaffe, aber ich kam nach Hause und dann lag dieses wunderschöne Designerpapier. Das heißt Designerpapier Broadway. Das lag dann hier auf meinem Schreibtisch noch ungeöffnet. Und ich finde das so schön. Ich mag diese Papiere so gerne, die so eine folierte Seite haben. Also hier ist immer auf einer Seite so ein Goldfoliendruck und ja, mit Goldfoliendruck. Das mit den Kerzen ist doch auch ganz toll. Und auf der Rückseite sind die dann einfach bedruckt mit verschiedenen Motiven. Hier mit dem Kuchen, mit den Hüten. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich in einem Facebook Live von Rhonda Waite einmal gesehen habe, da hat sie so Taschen damit gearbeitet, in die einfach eine Karte eingesteckt wurde. Und ich habe mir gedacht, sowas in der Art. Also ich habe jetzt was anderes gemacht, aber das geht wirklich sehr schnell. Und weil das Papier so wunderschön ist, kann man damit sehr schnell tolle Effekte erzielen. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Einen passenden Umschlag, das finde ich auch immer sehr schön. Und das wirkt direkt ziemlich auffällig durch dieses besondere Papier. Und das ist eine ganz normale Karte, die sich einfach so öffnet. Hier schreibt ihr euer Grußwort oder was auch immer rein. Und hier vorne wird die dann umgeklappt und hier entsteht nochmal eine Tasche. Und die braucht auch keinerlei weitere Verzierung, weil die eben schon durch das tolle Papier wirkt. Und hier vorne habe ich dann nochmal so ein Einsteck-Tag gemacht. Und ihr könnt natürlich das sehr variabel halten. Ihr könnt hier auch einen selbstgemachten Briefumschlag vorne drauf machen für Geld. Ihr könntet hier draus auch einen Fototag machen von beiden Seiten oder nochmal einen schönen Spruch. Ihr könnt auch natürlich hier innen den Spruch weglassen und hier zwei Fotos reinmachen mit zwei Fotomatten. Also ich finde, das ist total vielseitig. Man kann das schön für alle möglichen Dinge variieren und es geht wirklich einfach. Und wie es gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht einen Bogen aus einem etwas festeren Designerpapier. Also wenn ihr dieses hier nicht habt, könnt ihr natürlich jedes andere nehmen, aber es wäre ganz praktisch, wenn das so ein bisschen stabileres Papier wäre. Und am schönsten wirkt es mit einem doppelseitigen Papier, also dass die Seite auch bedruckt ist. Ich habe mich jetzt mal für das Motiv mit den Luftballons entschieden. Wenn ihr das Papier jetzt teilt, müsst ihr darauf achten, die Karte so aufrecht sein soll wie diese, dann müssen natürlich muss die Karte muss das Papier so rum geschnitten werden. Und teile das Papier bei 5 3 Viertel, das ist das Standardmaß, so dass die auch in den Standardumschlag passt. Das sind 14,6 cm. Jetzt nehmt ihr das Blatt so rum, dass eure Motivseite vor euch liegt und zwar so, dass die richtig rum liegt. Jetzt wird das Ganze gekürzt bei 9,5 Inch. Das sind 24,1. Wenn ihr das Falzbrett von Stampin' Up! Habt, dann haltet euch hier an der Inch-Marke, dann habt ihr es ganz genau. Wenn ihr nur Zentimeter habt, dann nehmt halt ja gute 24,1. Abschneiden. Und jetzt wird gefalzt bei ein Viertel, das sind 3,2 Zentimeter.
Und bei 5 3 Achtel, das sind 13,6 Zentimeter. Ich werde euch die Maße auch in den Blogbeitrag schreiben, dann könnt ihr dort einfach noch mal nachschauen, wenn das Unsicherheiten gibt. Jetzt die Falzlinien einmal nachziehen. Dann nehmt ihr ein Stück Band. Ich habe hier Geschenkband. Das ist grüner Apfel. Steht hier gar nicht drauf. Ah doch, hier grüner Apfel. Und das lege ich mir jetzt so um die Karte. Ihr könnt das auch festkleben. Ich habe es einfach so lose hier innen rumgelegt. Und ein bisschen festkleben. Ich habe das Ganze jetzt nochmal mit einem kleinen Stückchen Tesafilm fixiert, weil mir das hier gerade ein bisschen zu lange dauert. Der Kleber ist auf dem Band nicht ganz so leicht. Es dauert ein bisschen, bis der klebt. So, jetzt schneide ich mir noch ein Stückchen davon ab und ziehe mir das hier drunter und mache einfach nur einen Knoten. Ja, das war schon der ganze Trick. Also wirklich super einfach. Habt ihr in 5 Minuten gemacht. Jetzt kommt hier innen einfach ein weißer Aufleger, wie ein Kartenaufleger, 14,3 mal 10,1 so ungefähr. In Inch ist das 4 mal 5, 5 Achtel. So, bei Karten arbeite ich einfach gerne mit Inch, weil das dann so glatte Maße sind. Und hier außen, das braucht ihr eine schwarze Matte, die hat die Größe 14 mal 10 und einen weißen Aufleger, der einfach ein Stückchen kleiner geschnitten wird. Dieser ist jetzt 13,6 mal 9,6. Hier runde ich mir noch die Ecken ab. Für die Verzierung habe ich hier das Stempelset doppelt gemoppelt genommen und habe mir hier den kleinen Pfeil und den Partyhut ausgesucht, weil das natürlich perfekt mit dem Partyhut hier zusammenpasst. Dann nochmal einen der Partyhüte ausgeschnitten, der könnte jetzt hier noch mit auf den Umschlag. Hier würde jetzt natürlich auch ein Luftballon sehr schön passen vom Thema. Da habe ich hier das Stempelset Alles Liebe Geburtstagskind mit dem Luftballon. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Stempelset, das ihr zu Hause habt, nehmen. Oder ihr könnt auch einen Luftballon zeichnen. Ich bin ganz, ganz schlecht im Zeichnen. Deswegen nehme ich lieber Stempel. So bin ich auch zum Stempeln gekommen, weil ich super schlecht im Zeichnen bin. Und mir meine Sachen dann einfach nicht gefallen haben. Ich habe hier auch noch Paletten. Das sind ganz alte aus irgendeinem weihnachtlichen Katalog, den es mal gab. Aber ich benutze die nicht so oft, dass ich die wirklich verbraucht hätte. Deswegen sind da noch ganz viele von da. Ja, das war die schnelle Karte für heute. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Sie ist wirklich simpel, aber trotzdem macht sie was her. Und das liegt natürlich zum großen Teil einfach an diesem großartigen Papier. Ein
passenden Umschlag kann man jetzt hierzu natürlich auch noch gestalten, aber das muss ich euch ja nicht zeigen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!